Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Im letzten Part waren wir auf Ledersuche, haben Kühe gesucht und somit auch Leder gefarmt. So viel, wie wir auch brauchen. Und zwar ein Stack und 15 Leder. Genau, 79 Leder brauchen wir insgesamt für eine bestimmte Anzahl an Bücherregale. Weil wir bauen hier eine Bibliothek. Hier soll sie hinkommen mit einem Zaubertisch. Und da sind wir momentan noch dabei. Hier auch der Keller ist noch nicht fertig. Hier fehlen noch einige Ziegelsteine. Ah, es kommt noch alles. Das kommt noch alles. Hier erstmal die Goldbahn mal hier raus. Und mal hier nochmal ein Stack. Davon nochmal rein. Genau. Und wir haben ja am Ende noch hier Fischnolz gefarmt. Für die ja, Bücherregale. So, und dann hier nochmal. So, dann brauchen wir erstmal eine ganze Menge Papier. Ganze Menge Papier bauen wir. Mach ich mal so und mach ich mal so und dann nochmal hier. Habe ich jetzt hier 3 Stacks Papier und daraus lassen sich jetzt einige Bücher herstellen. So, ah, das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Mach ich hier nochmal so und wie viel? 7 kriege ich da nochmal raus. Das reicht immer noch nicht. Das heißt, ich baue noch 8x3. 8x3? 8x3? Ich glaube 8x3. Doch, 8x3. 24 Bambus brauche ich noch. Dann werde ich hier einfach jetzt mal hier ein bisschen das Feld mal ein bisschen kleiner machen, um 24 Bambus zu kriegen. So, 1, 2, 3, 4. Es sind nur 21, weil da noch ein bisschen was liegt. So, 24. Und hier liegt ja auch nichts mehr. Genau. Okay, dann geht es jetzt ganz schnell wieder zurück. Und dann werden wir die Bücherregale insgesamt dann alle bauen. Da ist sogar noch der Baum, den wir im letzten Part abgefarmt haben. Sammle ich mal einfach mal die Setzlinge ein. Weil Setzlinge einsammeln ist nicht verkehrt. Genau. So. Und dann hier. 24 habe ich hier. So. Und so. Dann aus den restlichen 8 Leder, wo ich die auch immer da. Da habe ich die. So, und jetzt Bücherregale bauen. Und so, und hier nochmal. Das sind jetzt, Moment, 33 Bücherregale. 33? Ist 33 eine richtige Zahl? Kommt mir irgendwie so komisch vor, aber kann sein, dass es doch richtig ist. So, und dann hier nochmal. Ich werde aber mit dem Bücherregal noch mal ein bisschen warten, weil ich vorher die Wand im Keller fertig haben möchte. So, ich werde hier auch mal das Schild hier mal raustun. Nervt so ein bisschen. So, und dann hier nochmal 38 Steinziege. Die werde ich jetzt ja auch noch mal kurz verpflanzen gehen. So, hier und mal hier diese Wand hier. Soll ja hier dann auch noch alles mit Fackeln ausgeleuchtet werden. Zu gegebener Zeit, wenn wir soweit sind. Bis jetzt ist ja da nur am Boden eine Fackel. Ah doch, die Steinziehe, ja, die reichen zwar nicht ganz, aber ist schon mal nicht schlecht, dass die überhaupt jetzt so ein bisschen was da reichen. So, dann mache ich da an der Ecke und da nochmal. So, dann ist das ja jetzt auch ausgeleuchtet und dann sind wir jetzt hier im Raum. Und doch, eigentlich ist 33 doch das. Mal schauen. So, ein nach den anderen. Nicht, dass ich mich da verzählt habe, das wäre gar nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Nein, ich habe mich nicht verzählt. So, das ist jetzt hier der Raum. Stimmt, der Boden soll ja hier auch noch ausgezimmert werden. Mit Fischnolz natürlich. So, wie mache ich denn das mit der Beleuchtung hier drin? Hatte ich ja schon im letzten oder vorletzten Part gerätselt, wie ich das hier machen werde. Ich habe immer noch keine Lösung, wie ich das hier mit der Beleuchtung... Ich werde da erstmal jetzt so 2 Fackeln hinsetzen. Weil Glowstone haben wir ja noch nicht. Wir werden aber noch zum Nether gehen, bald. Weil wir brauchen halt Lohnstaub für die Enderaugen. So. Dann werde ich hier nochmal ein bisschen Steinziegel herstellen. Das sollten eigentlich dann genug sein. Genau. Hier und da nochmal 6 Stück brauchte ich. 14 Stück habe ich jetzt noch. So, jetzt den Verzauberungstisch. Den habe ich da glaube ich auch schon hergestellt, richtig? Ich glaube schon. Müsste ich oben in der Truhe haben. Ich werde hier nochmal kurz die Setzlinge einsammeln. So, dann mal schauen. Habe ich schon. Ja, habe ich schon. Sehr, sehr gut.
Dann können wir auch bald verzaubern gehen, wenn wir die nötigen Level dafür haben. Ich will ja natürlich mit den besten Leveln und so weiter und wirklich mit den besten verzaubern. Und ja, so sieht das jetzt hier aus. Wenn ich hier mal ein Schwert reintun würde, dann könnte ich dann hier schon nachschauen, was ich da verzaubern könnte. Mache ich aber nicht. So, ich werde das dann auch später so mal, wenn ich dann verzaubere, mit, wenn ich vorher den Verzauberungsstich mit Goldsachen ausstatten, weil es gibt ja so einen Trick hier in Minecraft, wenn man vorher in den Verzauberungstisch ein Goldwerkzeug reingetan hat. Zum Beispiel, bevor man eine Diamantspitzhacke verzaubert, erstmal vorher eine Goldspitzhacke reinlegt. Dann kriegt man auf der Diamantspitzhacke dann bessere Verzauberungen. Man darf natürlich dann nicht die Goldspitzhacke verzaubern. Da kriegt man dann einiges Besseres. Und diesen Trick werde ich dann hier auch anwenden. Wir haben ja Gold. Das ist ja sehr, sehr gut. Das ist ja hier die ganzen Sachen, die wir dann später im End verwenden werden. Genau. So, dann erstmal Zeugs ablegen, was ich jetzt hier nicht brauche. Weil ich werde jetzt mich darum kümmern. Ach, das Eisen lasse ich trotzdem mal drin. Ich werde mich jetzt darum kümmern, dass wir einen Lavasee suchen und Obsidian farmen. So, rohes Rindfleisch, davon habe ich jetzt auch eine ganze Menge, tue ich hier mal bei Nahrung rein. Also an Nahrung mangelt es jetzt auf keinen Fall mehr. Nur ich will halt möglichst bei den Broten bleiben. Wie weit ist mein Feld dort hinten? Ja, nicht mehr lange, dann ist es auch vollständig ausgewachsen. Dann kann ich endlich mal das Feld abfarmen. Nach so langer Zeit. So, dann hier auch mal ein bisschen da Holz. Alles, was ich jetzt hier nicht brauche, mal hier rein. So, das Bett, das kommt, denke ich mal, hier mit rein. Und hier Gold. So, dann rüste ich mich mal mit dem Lava-Eimer aus und mit der Spitze. Wenn ich das jetzt hier. Nee, ich kann mit der Spitzhacke leider nicht interagieren. Na gut. Hätte ja sein können. Nur den Wassereimer hier reinzulegen, das ist mir ein bisschen zu riskant. Nicht, dass ich dann plötzlich einen Wassereimer ausleere und ja. Und irgendwas dadurch zerstört kriegt, bekommt, wie auch immer. So, da geht jetzt die Sonne unter. Das bedeutet, dass wir kurz nochmal warten werden. Bis es Nacht ist, sodass wir uns schlafen legen können. Und dann mal einen Lavasee hier mal irgendwo in der Nähe suchen. Ich glaube mal in diese Richtung war, glaube ich, mal ein Lavasee. Und werden wir dann 14 Obsidian dann erfarmen. Wir haben hier die Diamantspitzhacke. So, du kannst nur nachts schlafen. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Hier ist ja ein Wassersee, kein Lavasee. Wer da hier ein Lavasee, den hätte ich schon nicht zu ihm gemacht. Also, wer mit so riskant, dass ich da mal reinfalle. So. Ja. Bisschen Obsidian hatten wir ja schon mal gefarmt für den Verzauberungstisch. Aber da war mir noch nicht bewusst, dass ich noch Obsidian für einen für einen Dings brauche, für ein Portal. Weil ich noch nicht gerechnet hatte, dass ich noch vorm End in den Nether reingehen muss. Aber ich brauche halt Lohnstaub für Änderungen. Ohne Änderaugen kein End. Nur wird dann halt, wenn ich dann im Nether bin, wird es halt sehr, sehr gefährlich. Also ich werde da wirklich aufs Äußerste Acht geben. Ich werde mir Wegweiser mit Fackeln machen und so weiter und so fort, dass ich dann wieder zurückfinde. Also ich werde wirklich aufs Äußerste vorsichtig sein, wenn Gas kommt, in Deckung gehen, Bogen nehme ich mit. Versuchen nicht getroffen zu werden. Auf Lava natürlich aufpassen. Das ist das Wichtigste. Auf Lava aufpassen. Und generell aufpassen. 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 Da ist ein Pferd. Sehr, sehr schön. Ja, Pferde könnten wir eigentlich auch mal ziehen. Obwohl, haben wir schon einen Sattel? Nee, wir haben glaube ich noch keinen Sattel. Sonst hätten wir auch mal ein Pferd holen können. So. Kann ja nicht von anderen Spielern getötet werden, weil wir hier der einzige Spieler sind, weil es ja Singleplayer ist. Nicht so wie in Minecraft Online. Da sagt es ja schon der Name, da sind wir ja mit mehreren Spielern. Zwar sind wir meistens auch alleine, aber der Server ist halt den ganzen Tag online und da kommen dann auch andere Leute immer mal wieder drauf. So. Genau. Hier sehe ich bisher noch keinen Lavasee. Das finde ich eher nicht so toll. Im Plains-Biome findet man eigentlich häufig einen Lavasee. Darum bleibe ich jetzt hier. Irgendwo hier in der Nähe war auch mal ein Lavasee. Daran kann ich mich erinnern. Oder ist immer noch bestimmt. Also ich habe hier keinen Lavasee weggemacht. Nur wo?
Das ist die Frage. Das ist die Frage aller Fragen. So, Lavasee, Lavasee, Lavasee. Ein Lavasee. Ja. Ja, wenn wir wohl jetzt die Folge damit verbrauchen, einen Lavasee zu suchen und auch Obsidian abzubauen. Muss halt auch mal sein. Aber wenn man bedenkt, wir sind jetzt schon fast 20 Folgen dabei. Und wenn man und in Bezug nimmt auf Staffel 1, ist das schon gigantisch. Staffel 1 sind wir, waren wir nur 5 Parts dabei. Und hier in Staffel 2 sind wir jetzt schon so weit gekommen. Ja, wäre ärgerlich, wenn das dann plötzlich... Wenn plötzlich wir dann sterben gehen und ja... Wäre sehr ärgerlich. Doof. Kein Lavasee. Ich könnte natürlich jetzt wieder in die Höhle gehen, wo wir mal waren. Und da mal ein bisschen zu. Ich habe ein Ei gefunden. Nehme ich mal mit. So. Dann mal weitersehen. Mal weitersehen. Und da, da ist auch Wasser. Da ist auch Wasser. Ich war bestimmt hier schon. Aber egal. Na, ich möchte auch in der Nähe bleiben. Nicht, dass ich mich hier dann verlaufe. Hätte ich doch das Bett weiterhin mitnehmen sollen. Wenn ich ein bisschen weiter weggehe. Eine Erkundungstour machen wir auch noch demnächst. Denk mal, bevor wir wirklich so mit dem Farmen anfangen, also mit Enderperlen farmen und Lohnstaub farmen. Ja, kommt noch alles zu gegebener Zeit. Alles zu gegebener Zeit. So. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier mal ganz schnell in Lava... See finden. Ich sehe hier nur Kühe, Gras, Erde, Blumen, Schafe, Bäume, Schweine, Wasser, Kies. Und das war's eigentlich. Ja, Sand auch noch ein bisschen. Da am NPC doch war doch glaube auch kein Lavasee. Nee. Ich glaube nein. Im Extreme Hills-Biom erst recht nicht. Ich weiß, dass wir mal... Stimmt. Doch, ich weiß, wo ein Lavasee, glaube ich, ist. Und zwar, als wir auf die Höhentour, auf die letzte Höhentour gegangen sind, da wäre ich ja beinahe in einen Lavasee reingefallen. Und da werde ich jetzt hinlaufen. Da und nirgendwo anders hin. Oh. Laufe ich mal dort durch. Die Sonne ist am Zenit. Sehr, sehr gut. Oder halt auch schlecht. Keine Ahnung. Ja, wir werden... Ich muss mir an den Punkt merken, wo der Lavasee ist. Und dann zwischenzeitlich nochmal nach Hause rennen, falls es dann Nacht wird. Weil über Nacht werde ich auf keinen Fall Obsidian abbauen. Nicht in der Nähe von Lava, nicht bei Monstern. So, da habe ich ja auch mal die Fackeln gesetzt. So, jetzt halt aufpassen. Hier irgendwo war, glaube ich, der Lavasee. Da, wir haben ihn gefunden. So. Hier gleich alles zu Obsidian. Ruhig wirklich alles. Nicht, dass ich hier irgendwie reinfalle. So. Und dann erstmal eine Probe nehmen. Ist da drunter irgendwie Lava? Nein, es ist keine Lava da drunter. Sehr, sehr gut. Na gut, eigentlich reichen noch 10 Obsidian. Ja, es reichen noch 10 Obsidian. Dann werden wir jetzt damit anfangen. Wir sind ja ganz in der Nähe von zu Hause, also nicht weit entfernt. Dann können wir jetzt hier schon mal mit anfangen. Und ruhig die Shift-Last, nicht Laste, sondern Taste gedrückt halten. Nicht, dass hier doch dann Lava... Ja, da ist aber Lava. Ganz vorsichtig. So, immer noch am Zenit. Sehr, sehr gut. Auch immer wieder nach oben schauen. Das ist sehr, sehr wichtig. So, 2 habe ich ja jetzt schon. Das ist der 3. Block. Obsidian abbauen ist ja wirklich das Spannendste vom Spannenden. Nicht... Ja, dauert halt ein bisschen. Wir haben ja noch keine Effizienzspitzhacke. Ich denke mal, die Diamantspitzhacke, die wir momentan haben, die werde ich dann auch mal verzaubern. Genau. Weil, ist ja nicht schlecht, wenn ich die mal verzaubern tue. Ah, das ist... Ach. Ich hau natürlich die ganze Zeit mit der Eisenspitzhacke drauf. Ich bin da so schlau. Und ich rede noch über die Diamantspitzhacke und... Und es ist... Es ist erst mittags... Wäre es abends, dann würde ich das verstehen, aber es ist erst Mittag. Und ich habe heute schon eine ganze Weile aufgenommen. Minecraft habe ich eine ganze Weile vorhin aufgenommen, 2 Stunden lang.
Dann Anno hatte ich heute schon aufgenommen. Pokémon will ich heute auch noch aufnehmen. Es ist halt jetzt ein Wochenende für mich. Und da muss ich halt jetzt hier am Stück eine ganze Menge aufnehmen, weil sonst kommen halt diese Woche keine Folgen. Mit meinen Pokémon würden Folgen kommen, sonst nichts weiter, weil ich keinen Vorrat mehr habe. Außer von Pokémon, da habe ich noch circa eine Woche Vorrat. Ah, das ist ja jetzt hier kein Gesprächsthema für Minecraft Hardcore. Das kann ich ja meinetwegen in Minecraft Online ansprechen. Habe ich schon angesprochen, so ein bisschen angeschnitten, sage ich mal. Aber hier in Minecraft Hardcore ist das, denke ich mal, eher uninteressant. So. Dann haben wir gleich die 10 Obsidian voll, also noch 2 Obsidian. Dann geht es ganz schnell nach Hause. Und dann werden wir schon mal das Portal herstellen. Aber ich denke mal, nee, nee, ich werde noch nicht durchgehen. Ist mir zu gefährlich. Ich weiß auch schon, wo ich das Portal hinsetzen werde. Ja, da habe ich einen guten Platz. Habe ich schon in der vorletzten Folge schon so ein bisschen angedeutet, wo ich das vielleicht hinhaben möchte. Und da werde ich es auch hinhaben. Oder hinbauen, wie auch immer. Erstmal hier zurückrennen. Da ist ja immer noch der Kabelturm. Ich dachte, das ist hier eine gute Höhle. Ist aber eine Sackgasse gewesen. Naja. So, können wir hier durchschwimmen. Und an das andere Ufer. Die Zuckerrohrfarm, die wir momentan noch hinter unserem Haus haben, die werde ich dann auch demnächst mal abreißen, weil im Moment brauchen wir dann kein Zuckerrohr mehr. Wir haben ja jetzt die Bücherregale hergestellt. Für die Bücherregale war Zuckerrohr gedacht und für nichts weiter. So, was ich jetzt auch mal hier machen möchte, ist das hier mal raus. Brauche ich jetzt nicht. Und mal hier kurz hochlaufen, weil ich weiß schon mal, was wir in der nächsten Folge machen werden. Und da will ich hier mal ein bisschen rohes Rindfleisch rausnehmen und mal ein bisschen Kohle. Kohle? Zeugs, Sand, Kies, Kabelzeugs, Holzgedöns, Baumgedöns, Kohle, Mobdrop, Papier. Wir haben keine Kohle mehr? Sagt das doch einer, wir haben keine Kohle mehr! Scheiße. Das war mir gar nicht bewusst. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir machen Folgendes, wir machen Folgendes. Und zwar, wir werden uns Holzkohle herstellen. Ich mir mal einen neuen Fichtenbaum anpflanzen. Das war mir gar nicht bewusst, dass wir keine Kohle mehr haben. So, dann hier mal einen Baum hinpflanzen und aus dem Holz, was wir von dem Baum da kriegen, werden wir Holzkohle herstellen. Ich werde da jetzt schon mal ein bisschen mit anfangen. Und zwar da und da. Ich meine da, so. 10 Pfeile habe ich, das ist auch nicht schlecht, weil es gerade in meinem Inventar lag. Und dann mal kurz hinlegen. Mal ganz schnell. Hier, ich kann doch schlafen, es ist fast Nacht. Letzte Nacht, Dankeschön. Ach, wir haben ja vorhin den Erfolg bekommen, ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, ja. So. Dann warte ich da jetzt mal kurz, bis das ganze Holz hier mal durchgebrannt ist. Weil ich will halt das rohe Rindfleisch jetzt mal braten. Weil wenn wir dann im nächsten Part mit dem Bauen des Netherportals fertig sind, werden wir auf eine Erkundungstour gehen. Genau, da werde ich dann auf eine Erkundungstour gehen und mit 20 Broten will ich dann nicht losgehen. Darum nehme ich Rindfleisch noch ein bisschen mit. Was will ich dann jetzt schon mal hier anfangen zu braten? Und ja, das Feld da dort hinten ist halt noch nicht fertig. Warum kann ich das Feld jetzt nicht abfarmen gehen? Da müsste ich halt jetzt noch mal ein bisschen warten. Und ja, das hat natürlich keinen Sinn. Ich werde halt. Das Rindfleisch ist jetzt hier nur dafür da als Backup, wenn ich kein Brot mehr habe. Wenn das Brot ausreichen sollte, dann werde ich das wieder in die Truhe legen, wenn wir von der Reise zurückkehren. So. Dann werden wir erstmal das Portal bauen. Und zwar, ich hatte so gedacht, hier dann so hin. Dass wir dann das hier jetzt hier nochmal abreißen. So.
ich mal hier ein bisschen weiter so einen Durchgang machen. Aber da ist das dann da vorbei. Hier ist dann die Wand. Sehr, sehr gut. So ist es perfekt. So. Dann mache ich mir ruhig jetzt hier ein paar Steinziegel. So, ich habe zwar noch welche. Aber ja. So, dann hier das da weg. Das da weg. Natürlich mit der Spitzhacke abhauen. Ja. So. Dann habe ich hier noch Fichtenholz. Hier die Wand noch weg. Mit Steinziegel schon wieder. Ja. Immer diese Steinziegel. Schrecklich mit denen. Oder halt auch nicht. So. Und hier kommt jetzt das Obsidian rein. Und dann später wird das dann hier aktiviert, dass man hier dann reingehen kann. Aber wirklich erst später, wenn wir das Netherportal brauchen. So. Dann werde ich mich jetzt... Na gut, erstmal ist die Folge vorbei. Im nächsten Part werden wir uns dann auf die Tour vorbereiten. Bis dahin, viel Spaß noch. Schaltet wieder ein und bye bye.